Ich denke, die Kühler, die Leermacher, und da drüben stehen die Normalhackler. Ich war jetzt gerade da vorne auf der Toilette und waschen. Und jetzt schauen wir dann, dass wir rund unterwegs sind. Ah, da kommt dann mit dem Einkaufswagen, also das Geschäft da hinten hat offen, da ist nämlich ein Geschäft da hinten. Heute ist zwar Sonntag, aber das juckt keinen, gell? Hölle, ab geht die Party. Bringen wir noch den Müll weg. Ich muss mir die Füße ein bisschen hinhalten. Leicht voll. Duschcontainer. Jawohl. Müssen wir die ganze Länge laufen. Ja. Und da ist wieder alles zugesperrt, oder? Sehr klar. Zugesperrt. Jetzt rette. Schönes Wetter. Auf geht die Party. Da haben sie ein Video, einen Film gedreht mit der Olsenbande. Mit der lustigen Verbrecherbande in Dänemark. Jetzt müssen wir da alles hinterlaufen hier, bitte. Super.
alles eingezäunt. Ziehen wir mal da raus beim Hafen. Da liegt das Fährschiff an. Da drüben sind noch ein paar Dünen. Also Dünen, so Sandinseln. Und dort sind noch Seerobben angeblich. Habe ich da zuerst das Schild gelesen. Und da kommt die nächste Fähre herein. Da marschieren wir jetzt runter, soweit man sehen kann. Da vorne kommt dann ein Leuchtturm. Da marschieren wir jetzt dahin. Schau, der Bursch spielt mit seinem Hund, voll geil. Schon ein ordentlicher Boot. Liegt ganz schön zügig an. He? Das ist die Berlin. Und ich bin das letzte Mal mit der, was soll ich gerne, Kopenhagen gefahren. Angereist hier mit der Kopenhagen. Kopenhagen ist die Hauptstadt von Dänemark und das ist die Berlin, das ist die Hauptstadt von Deutschland. Und die zwei Schiffe fahren da zwischen Dänemark und Deutschland. Ja, auch eine gute Idee. Ja, die liegt jetzt da an und fertig. Was machen wir? Wir gehen da hinunter. Ab. Voll cool. Ein kleiner Junge mit seinem Hund. Die sollen lieber bei den Hunden bleiben. Und sich nicht dann später auf die Frauen konzentrieren. Da kriegst du mehr Liebe retour von den Hunden. Aber naja, that's life. Cool. So, jetzt dreht er am Teller. Rausgefahren, umgedreht und rüber nach Alemannia. Wir gehen zum nächsten Leuchtturm. Immer noch. Da vorne ist es ein kleiner, im Wald hinein, vor der Ortstafel, ein kleiner Hain. Da sind lauter so Holzgestelle, dass du nicht am Boden liegen musst, mit einem kleinen Dach. Wenn du mit dem Fahrrad fährst, kannst du da campieren. Da ist so ein Schlafsack rein, voll cool, eine Grillstelle. Das habe ich schon gut gemacht. Wenn ich vier Schiffe überholt. Oh, da vorne. Ich hab Butter los. Da vorne ist schon der Leuchtturm. Auf geht's.
Da ist ständig cool, gell? Ist aber so. Vorne ist der südlichste Punkt Dänemarks. Erst noch südlicher wieder hinten im Hafen. Oh, krass. Okay, das ist eine gute Idee, die Abkürzung zu nehmen. Da werden die Klippen immer höher. Weiß ich nicht, ob ich da wieder raufkomme. Ja, weiß ich wurscht. Was schieben wir da oben? Und da ist ein Stauberei am Haar. Oh, der Bus springt da gut oben. Der Lotse fährt auch raus. Okay. Gehen wir da weiter. Ich habe mich gemessen, wie da oben. Ja, jetzt machen wir da eingestellt. Ta-ta-ta. Wie eine Gazelle. Ups, ein wenig wackelig da. Ja. Naja, jetzt sind wir aber raufmarschiert. Haben wir noch einen Ausgang. Am südlichsten Zipfel von Dänemark. Das ist wieder Kulisse. Hm? So regnet es ein bisschen. Aber egal. Wir gehen jetzt dann nach Norden. Da hinten ist eine Ortschaft, wo gehen wir hin. Das sind knapp 5 Kilometer. Auf geht's. Schaut mal auf die Fußmaschine. Zack, zack, zack. Hilft nicht. So Sport muss aus. Ich glaube, die auch schon gegen der Wahnsinn. Aha, original. Das ist eine Verbotshütte auf der Fußgänger und Fahrradfahrer nicht gehen. Motorradfahrer dürfen gehen.
Ja, ich fahre das alle mit dem Motorrad. Habe ich meinen Roller da, ich weiß nicht. Das gefällt einem nicht so. Auf geht's, sind eh nur mehr 4 Kilometer. Minimum. Da versteckt man die Häuser hinter mir. Windgeschützt. Weil da bläst so richtig der Wind gleich. Da vorne das nächste Häuschen. Da hinten ist unser Leuchtturm. Oh, das ist ein Häusl da. Wie cool. Das groß wächst durch das Schiff. Das Gößen, ne, kennen das, Servus. Schnell weg. Da hört man die Wellen rauschen. Eine Taube. Eine Amsel. Aber die Wellen hört man viel rauschen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört, aber. Rauscht viel. Cool. Da raus von der Schiffe. Geht noch ein Stückchen. Aber Gott, links von mir regnet es, hinter mir regnet es, vor mir regnet es nicht. Aber Glück, mein Wetter. Das ist nicht zu heiß. Passt genau für eine kleine Wanderung. Kleine Wanderung. Jetzt haben wir dann schon 12 Kilometer. Ich hoffe nur, dass es ein Taxi gibt, retour. Sonst kann ich die 12 Kilometer noch zurückkatschen. Zuerst brauche ich einmal ein Bier und was gehört zum Essen. Und dann schauen wir, wie wir heimkommen. Jetzt nehmen wir unser Zimmer. Scheißegal. Links, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Das haben so schöne Häuschen, ne? Voll cool. Maulm. Siehst nix. So hat Kraft. Das wird wirklich alles regnen. So eine Scheiße. Ja, das haben wir wenigstens gut ausgerichtet. Für den ewigen Regenschirm. Da kann schon was passieren. Ein richtiger Sommerregen. Gut, dass ich da noch ein paar Bäume gefunden habe. Meine Wickelschirm. Ah, gut, dass ich mich genommen habe. So, jetzt hat es sich dann wieder beruhigt. Können wir wieder weiter marschieren. Bruder Baum, danke dir. Verlassen wir unsere Zuflucht. Und ging entlang da Richtung Meer. Ja, aber jetzt wird es richtig schön. Alles sauber gewaschen.
Weiter geht's. Da, deine Hähne haben wir uns versteckt, also ich mich. Genau gepasst. Die sind im Regenwetter marschiert. Jetzt sind wir bei oben am Sandstrand. Da marschieren wir noch weiter. Uiuiui. Müssen wir leider dort den Sandstrand begutachten. Ja, da haben wir wieder den Sand dann voll. Oh mein Gott, ist das schön wieder. Lecker mir. Lange Sandstrände, he? Da müssen wir noch rauf bis zur nächsten Ortschaft. Schauen wir, ob wir einen Bernstein finden. Nö. Nö. Well, that's this girl. Ah. Too loud factor. 100. Ich hab keine Zeit, ich muss Bernstein suchen. Ciao. Schlecht navigiert. Die Medusa. Die Qualle. Aber in Ruhe kann Bernstein gefunden. Noch, es geht viel einfacher. Jedes Mal umsonst gebückt. Das ist ein Training. Da ist ein bisschen ein Pool, da ist schon wieder wärmer. Aber die Badehose wieder rausgenommen beim Weggehen, denke mal. Zum Baden wird sicher nichts heute. Ja, da. Da wird schon was gewinnen zum Reinspringen. Egal, auf zum Wirtshaus. Hoffentlich das saufen wir. Masch, masch. Ich habe schon so viele Kalorien verbrannt. Ich weiß nicht. Ich glaube, schon wenig habe ich das letzte Mal gehabt, bis 14 Jahre los. Treibsand.
Hier schmeißt du wieder nur einen Stein. Machen wir es mal nicht leichter, wenn wir einen Bernstein finden. Jetzt haben wir wieder Licht. Das war es so ganz effektiv. Cool. Da vorne sind schon welche im Wasser. Buh. Verlassen wir den Strand. Ist ja cool. Ist schon richtig cool da. Glaubt man gar nicht, gell? Wie in der Karibik. Der Weg hin. Ah, ich muss erst einmal davor gehen da. Und dann links in die Ortschaft rein. So cool. Ja, da vorne ist schon die Eisflagge, da müssen wir links runter. Da muss ich cool hören, oder? Geöffnet und hoffentlich kann ich damit Karte zahlen. Schauen wir mal. Ich habe schon keinen Hunger. So, jetzt haben wir es übergekatscht. Jetzt ziehen wir uns noch mehr zurück. Jetzt gibt es auch, wir haben jetzt richtig eine Schaufel. Jetzt gab es ein Training umsonst. Ja, ist der cool, ha? Der Ferienhäuschen. Jetzt hoffen wir, dass er geöffnet hat. Haben wir da gegessen? Noch gleich Eis. Kommen wir zurück. Da schaut schon wieder nach Regen aus. Die beziehen alle ihre Sommerhäuser. Geht um nichts. Aber Dachsen drin haben sie was. Da wieder vorne. Naja, Fußmaschine. Schaut schon wieder lange aus. Hm.
viel. Eine schöne sommerliche Anlage ist überall. Viel coole. Direkt am Meer, perfekt. Da sitzt jetzt aber schon ein Rebengarten, gell? Sitzt da und denkt sich, ob ich gern. Mich regnet es nicht an. Das Reh ist nicht so blöd, gell? Das hat sich untergestellt. Das macht der Gerd jetzt auch, Leichtl. Sitzt da hinten im Garten. Jetzt müssen wir den Weg da runter gehen. Aber jetzt warten wir ein bisschen, es regnet. Von da unten gehen wir jetzt darüber auf die Felder raus. Und da geht es zum Meer hin und da hört man schon wieder rauschen. Das sind lauter Wochenhäuser. Da sind wir jetzt rausgekommen von dem Privatweg. Jetzt müssen wir nach vorne und da irgendwo links. Ah, wieder voller. Es regnet ein bisschen. Wenn ich heute keine Zirken kriege, dann weiß ich es auch nicht. Dann bin ich immun. Da vorne ist gemäht, weil da ist der Weg raus. Ja. Der Donner hat sich wieder verfahren. Der Wölle. Schon cool da. Bist mitten in der Natur. Und jetzt 2 Minuten am Meer. Sandstrand. Ah, da vorne geht's links. Braucht mal Luft zum Marschieren. Ah, Regen wieder vorbei. Treffen die Jäger nichts. Versteckt sich Hase, der sich duckt. Ah, die ist irgendwas. Ganz nicht und duckt er sich. Bleibt versteckt. Tipp, 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 tipp. Ist das wenigstens gesund? Das ist jetzt hinterreise. Darüber, ja. Da geht der Weg weiter. Alter. Und hier kann man wohl mal drum da. He? Müde.
ein bisschen gut Jäger reinkehren. Auf ein Weibchen. Fertig. Jede Menge Grün. Da wird schon zwei Champignons gesehen auf der Wiese. Cool. Aber ja, ich habe gestern oder vorgestern Champignon-Risotto gemacht. Und jetzt habe ich gerade Pizza mit Champignon gegessen. Jetzt reicht es noch ein bisschen. Da. Und gleich wieder links und da weiter. Zip. Jetzt haben wir zurück. Jetzt schauen wir mal noch bis um 7 Uhr in das Geschäft gekommen. Gekommen. Kann man was zum Trinken kaufen. Das wird ein bisschen knuppert. Jetzt haben wir nicht mehr weit. 10 Minuten. Huiuiui. Tick-Tack. Runter. Nein, da geht es ein weiter. Die nächste da vorne. Gas, Gas. Haben wir noch geschafft. Super. Da 50 Meter war der vorerste Melkweg. Und ich muss einen halben Meter in den Umkreis gehen, da. Weil da alles zu ist. Aber ich habe noch einkaufen können. Und jetzt ist 7 Uhr zum Zugspiel. Sonntag, 7 Uhr Abend. Sperrt das Geschäft dazu. Da komme ich leider nicht hin zum Melkweg. Ist der Vorsteller. Scheißendreck. Was soll's? Laufen wir die ganze Runde wieder. Ich habe ganze Paletten Cola Zero gekauft. Die ist schon ziemlich schwer. Okay, auf geht's. Runde mal drum. Hängt sich ganz schön. Die 15 Kilo. Ist ja nicht mal mehr Zugang im Rucksack. 16 Kilo, weil 2 Dosen Bier habe ich auch mitgenommen. Fette Katze. Jetzt sind wir aber wieder zurück. Ein Stück haben wir noch. Alter. Moped. Unsenbande, die muss ich halt in YouTube schauen, die Serie da, wie sie geht, so gespielt hat. Da gehen wir jetzt um.
Jetzt ist der Rundlauf erledigt. Fertig. Trinkt man den Elefanten noch aus. Schönen Sonntagabend. Montagmittag. Hallo. Die sind alle weg. Ihr habt's auf mich vergessen. Hallo. Ah nein, ich muss erst morgen in Kopenhagen abladen. Alles gut. Jetzt werden wir dann nach vorne marschieren. Zu den Duschen. Die haben wir heute alleine, siehst du? Super Timing. Oh, gestern sind wir 35 Kilometer spazieren gegangen. Also, ich kenne jetzt wieder meine Grenzen. Nein, es ging gerade noch. Aber naja, ich habe auf ein Taxi gehofft, retour, aber da gab es keins. Auch keine Busse, nix, nada, niente. Aber egal. Was für die Gesundheit tun, ist ja wichtig. Kommt schon wieder Flieger rein, dort ist ja fix, sobald du das Fenster aufmachst. Da ist überall hinpissen, die Arschlöcher. Okay, auf zum Wellnessen. Ich werde jetzt da meine Haare schneiden, meinen Bart stutzen und nicht duschen gehen. Und dann werden wir was kochen. So sieht jetzt aus dem Schlecken aus. Auf geht's. So, da habe ich alle verjagen heute Nacht. Montag ist kein Schwein da. Jetzt gehen wir rein zum Duschen und kultivieren. Da können wir uns aussuchen. Das kann noch besser werden. Was sagst du? Das schaut aber nicht schlecht aus. Und da? Noch mehr nass. Aber da schaut es besser aus. Wir nehmen den Schicher da hinten. Auf geht's. Wellness starts now. Ja.